Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mich gerade spontan dazu entschieden, dass ich heute mal wieder so ein bisschen vlogge und euch einfach mal so ein bisschen wieder durch unseren kleinen Alltag mitnehme. Und ich habe gerade schon ganz fleißig Geschenke eingepackt. Jetzt nicht denken, boah, ist die Alte bescheuert, was packt die denn im Oktober schon Geschenke ein? Nee, also ich habe ja schon öfters gesagt, dass ich an Weihnachten ja richtig gerne so alles dekoriere und so mega viel Deko in meiner Wohnung generell steht. Und ja, hier halt in diese Ecke kommt halt so der Weihnachtsbaum und die Krippe und all so ein Kram. Und ja, meine Oma hat das früher schon voll oft gemacht und dann habe ich jetzt so voll viele Kartons gesammelt und jetzt alles so in Geschenkpapier eingewickelt, denn das kommt dann da so ein bisschen hin. Und dann so generell in so Ecken, wo dann noch nichts steht, kommt dann einfach so ein eingepacktes Geschenk drin. Hin. Also da ist auf jeden Fall nichts drin. Die sind alle leer. Das sind alles leere Kartons von irgendwelchen Bestellungen, die man mal bekommen hat oder von Sachen, die man mal gekauft hat. Und ja, dann habe ich mir ganz viel Geschenkpapier gekauft. Übrigens ein Tipp. Richtig geiles Geschenkpapier, habe ich eben gemerkt, kriegt man auf jeden Fall im DM. Ich habe da zum Beispiel dieses hierher und ich finde das mit dem goldenen und schwarzen richtig schön. Oder zum Beispiel Jakobs Favorit ist das hier. Da steht so Merry Christmas und Ho 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 drauf. Das ist auch mega schön. Ich habe auch Geschenkpapier vom Teddy gekauft. Ist natürlich günstig. Für 55 Cent, glaube ich. Und das ist aber sehr dünn. Da muss ich echt aufpassen, dass das nicht zerreißt. Und das vom DM, das kostet 95 Cent. Und das ist mega gut. Übrigens nicht wundern, meine Haare, die sind nicht fettig oder so. Die sind noch nass. Weil ich eben duschen war, denn gestern war irgendwie so ein richtig beschissener Tag. Ich lag gestern den ganzen Tag nur im Bett und auf der Couch, habe mich mega scheiße gefühlt, habe schon gedacht, ich werde krank, aber heute geht es mir zum Glück ein bisschen besser. Meine Kopfschmerzen sind weg. Ich habe echt gestern gedacht, dass mein Kopf einfach nur explodiert. Und ja. Und weil ein paar mir geschrieben haben und ich das jetzt nicht irgendwie so, ja, ungesagt lassen will. Also ich habe auf jeden Fall die Bewertungen zu meinem letzten Video gesehen und zur Kenntnis genommen. Videos können einfach nicht jedem gefallen und wenn ich mich jetzt da wieder drüber aufregen würde, erstens würden mir wieder die Wörter im Mund umgedreht werden und zweitens, ja, es gibt einfach keinen Grund, sich darüber aufzuregen. Das Einzige, was ich lustig fand, ist, dass negative und positive Bewertungen halt gestern so ein bisschen Gleichstand hatten, beziehungsweise immer noch haben. Und ich irgendwie so das Gefühl hatte, dass manche Leute so das im Gleichgewicht haben wollten, beziehungsweise so versuchen wollten, dass sie sich ein bisschen betteln. Ist ganz lustig, klar, kann nicht jedem gefallen. Ich habe auch gestern gesagt, ich habe es probiert und ja. Die ganzen positiven Bewertungen, die ich dazu bekommen habe, die sind auch richtig schön und ich habe mich auch richtig über eure Kommentare gefreut. Das tat richtig gut in der Seele, das zu lesen und das ist eigentlich das, was zählt und die ganzen Leute, die irgendwelche asozialen Sachen darunter schreiben, die Kommentare werden sowieso direkt gelöscht und konstruktive Kritik oder normale, generell nett formulierte bzw. Kritik, die ohne Schimpfworte und asoziale Bemerkungen geschrieben werden, die lasse ich auch immer stehen, aber irgendwelche Beleidigungen werden sofort blockiert und gelöscht. Nur so zu dem Thema, dass jetzt nicht jeder denkt, irgendwie es ist mir scheißegal, wie meine Videos bewertet werden. Und ja, ich habe jetzt hier Geschenke, ich weiß gar nicht, wie viele das sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Geschenke. Ich denke, das dürfte eigentlich reichen. Und aber je nachdem, wenn ich noch welche finde, beziehungsweise noch Kartons bekomme, weil wir was bestellt haben oder noch welche Kartons finde, dann werden die auf jeden Fall auch noch in Geschenkpapier eingewickelt. Denn das wird was ganz Großes. Ich will mich dieses Jahr mal richtig selber übertreffen. Und Jakob findet das auch richtig toll. Der zockt. Was zockst du da? Was ist das? Okay, interessiert jeden. Wir sind jetzt unterwegs und zwar sitzen wir gerade im Auto und fahren einkaufen. Denn, also eigentlich nicht so richtig einkaufen, wir brauchen nur noch was heute zum Essen, was wir jetzt die Woche vergessen haben einzukaufen. Und dann müssen wir auch noch zum Getränkemarkt, denn morgen hat mein Stiefvater Geburtstag
Und bei denen sind wir auch dann auch zum Essen eingeladen. Also bei meinem Stiefvater und meiner Mama. Und wir gehen alle zusammen schön essen. Und natürlich braucht er dann auch ein Geburtstagsgeschenk. Und wir wollen dem von seinem Lieblingsbier einen Kasten holen. Und dann halt noch so eine Kleinigkeit und halt eine Karte. Und ja, da haben wir dann gerade gedacht, weil morgen das vielleicht ein bisschen stressig werden könnte, dann morgen früh und dann mit fertig machen und dann zusammen essen und dies, das, haben wir uns gedacht, dann fahren wir jetzt mal los, wenn wir sowieso noch was besorgen müssen. You gotta listen up, there's not a thing that I can. Muss man mal schauen hier. Ich weiß gar nicht genau, welches das ist. Hier gibt es so viel Bier. Ist das nicht das hier? Ist das das hier? Ja. Aber hier gibt es auch noch die. Ah ne, das sind Stubbis, ne? Ja, okay, das hier. Boah, 13 Euro so ein Kasten, ey. Ich weiß gar nicht, wie teuer Bier ist. Ja, okay, ich kaufe auch nie Bier. Schwer? Ja. Brauchen wir noch was anderes? Schauen wir mal. Also wir sind jetzt schon ein bisschen länger zu Hause. Ungefähr, ich würde sagen, eine halbe Stunde. Und ich glaube, ich habe das noch gar nicht erwähnt. Aber wir haben uns dazu entschieden, weil wir hier eine Küche haben in dieser Farbe. Und dieses Braun einfach nur hässlich ist. Aber damals in der Wohnung hier vor, also in Düren, war die halt in der Wohnung drin und die war halt extra dafür angefertigt und wir wollten halt nicht, weil das halt was teurer geworden wäre, dann noch eine neue haben und haben die dann übernommen und haben uns aber jetzt dafür entschieden, dass wir die lackieren wollen, beziehungsweise ich und Jakob hat dann nachher gesagt, das ist auch eine gute Idee und jetzt haben wir unseren ersten Schrank fertig und das ist voll schön weiß und ich bin voll froh, dass wir das gemacht haben. Von innen ist er eigentlich scheißegal, aber das Gute ist, von innen ist er auch weiß. Das bedeutet, das macht eigentlich, ist eigentlich gar nicht so schlimm. Welche Tür? Von innen. Die Tür ist von innen noch braun. Ach so. Ja gut, wenn man von innen guckt, ja, dann ist die halt braun, aber man muss ja praktisch nur von außen. Ich lackiere ja keine Schränke von innen. Aber voll schön, dann sind die alle so. Und dann kommen noch mintfarbene Akzente. Zum Beispiel, wir haben hier oben so. Sieht man das? Diese komische Leiste da, ich weiß nicht, wie man die nennt. Aber die wird mint und dann kriegen wir dann hier noch diese komischen Leisten zu diesem Abschluss, die färbe ich mint. Und ich bin am überlegen, die Türgriffe noch mint zu machen. Weiß aber nicht, ob das zu viel ist. Aber falls ihr eine Idee habt, was ich dann mit den Türgriffen machen will, weil ich will die nicht selber lassen, schreibt mir das unbedingt mal in die Kommentare. Vielleicht habt ihr ja da eine gute Idee. Und was sagst du? Ja. Und wem bleibt die Arbeit kleben? Hey, ich habe das hier habe ich ganz alleine gemacht und die hier habe ich auch ganz alleine gemacht. Das Einzige, was du gemacht hast bisher, ist die Umrandung davon abgeschliffen. Ich habe das meiste gemacht. Ich bin ja den ganzen Tag weg. Ich auch? Ja, ich weiß. Hallo? Aber du bist an vielen Tagen früher zu Hause als ich. Ja und? Aber trotzdem habe ich bisher mehr gemacht. Und ich finde es schön. Ja, aber den Rest muss ich machen. Ja, so sieht das im Moment aus. Also so, wir haben das halt erstmal hingestellt. Die Arbeitsplatte ist auch noch nicht fest und so richtig. Wir wollen das halt jetzt alles weiß machen. Und hier der Schrank und dahinter ist auch noch ein Schrank. Das soll halt auch noch weiß gemacht werden. Und ja, dann wollen wir uns für hier, weil hier halt so eine Lücke ist, wir hatten halt hier so Stempel hingemacht, damit wir halt eine größere Arbeitsfläche haben. Das gefällt mir auch immer noch. Aber wir wollen halt dann noch hier so ein paar Schränke kaufen dazu. Am besten sind die dann auch noch weiß, damit wir die nicht weiß lackieren müssen. Aber damit dann halt so eine L-Küche entsteht. Und hier kommt dann noch so eine Kochinsel hin. Und ja, das wird auf jeden Fall geil, wenn das so wird, wie ich es mir vorstelle. Aber ja. Wenn das erstmal alles weiß ist und dann mit der weißen Arbeitsplatte, das sieht dann richtig schön aus. Hier an die Wand, weil das ist so die einzige Wand, die ist so eine richtige Arschlochwand irgendwie. Da steht jetzt meine Handtasche, unser Pappmüll und sonst ist einfach nichts. Da hängt kein Bild, gar nichts, weil wir eigentlich einen Esstisch da hinstellen wollten mit Stühlen. Dann hatten wir aber dann die Idee, ganz umräumen, also wollten das dann an die Arschlochwand stellen
und da so eine Eckbank. Ja, der Gedanke ist dann auch ganz schnell wieder weg gewesen. Denn ich habe dann gesagt, nee, wir lackieren die einfach weiß und dann kommt da eine Kochinsel hin. Ja, also nicht richtig Kochinsel, weil unser Herd steht ja hier. Aber dann kommen hier so zwei Schränke hin mit einer Arbeitsplatte und dann kommt da noch so eine drauf. Also das ist komisch zu erklären. Ihr seht es ja auf jeden Fall, wenn wir damit fertig sind. Und dann kommen dann noch zwei Stühle hin, sodass man sich wie so eine, ja, wie an so eine Bar setzen kann, würde ich mal sagen. Und ich stelle mir das auf jeden Fall schon mal richtig cool vor. Weil dann ist die Küche erstmal richtig so. Dann ist dieses hässliche Braun weg. Ich weiß nicht. Also so schlimm ist es ja nicht. Also es gibt auf jeden Fall schlimmere, ne? Aber Jakob hat auch gesagt, das Weiße sieht auf jeden Fall schöner aus. Auch wenn es Arbeit ist. Aber es ist auf jeden Fall billiger, als wenn man sich jetzt eine andere Küche kauft. Und ich finde, Küchen sind echt verdammt teuer. Was sagst du dazu? Alles heißt auch Schneider. Ist so. Und ja, wenn ihr Bock habt, dass wir irgendwie euch so dabei mitnehmen, wie wir halt diese Küche komplett umgestalten. Wir haben auf jeden Fall einen Plan, dass wir nächste Woche auf jeden Fall so mit diesem Schleifen und Lackieren auf jeden Fall schon fast fertig sein wollen. Und bis Weihnachten, weil halt Weihnachten alle zu uns kommen, die eine Big Party Weihnachtsfeier ist, wollen wir auf jeden Fall bis dahin komplett fertig sein, damit halt alles so schön ist, wenn alle kommen. Und wenn ihr Interesse daran habt, dass wir euch das so mitnehmen und das irgendwie zeigen, so, keine Ahnung, so Küche-Makeover, Kitchen-Makeover oder so, dann lasst es mich unbedingt mal wissen. Gebt mir dafür gerne einen Daumen nach oben, dann weiß ich Bescheid. Ich habe gestern gemerkt, dass ich den Vlog nicht beendet habe. Und, beziehungsweise, ich habe eben bemerkt, dass ich gestern den Vlog nicht beendet habe, so. Beachtet auch nicht, wie ich aussehe, denn ich bin gerade aufgestanden und wollte mein Video schneiden und habe dann so das bemerkt. Und ja, ich wollte aber noch Tschüss sagen. Wenn euch der Vlog gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und lasst Feedback in den Kommentaren da, dann würde ich in Zukunft vielleicht auch mal wieder öfter vloggen, denn Vloggen macht mir im Moment wieder echt Spaß, habe ich gemerkt. Und ja. Dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!